Also klar, es ist irgendwie die Schultertasche, aber eine neue Regel eingeführt. Toll, jedes Mal. Das kommt so alle 3 Jahre mal vor. Was die ganzen letzten Monate so passiert ist. The more you know who you are and what you want, the less you know. Angereist, soeben. Ich bin untergebracht im Weinmeister Hotel. Habe meinen Koffer gerade schon ausgepackt, denn wie ihr seht, habe ich mich ein bisschen fertig gemacht für den Abend mit Estée Lauder. Ich bin nämlich für und mit Estée Lauder hier. Einer meiner absoluten Love Brands, wie ihr wisst. Deswegen passend zum Event trage ich, Moment, auch ein Estée Lauder Lippenstift. Aber wenn ihr meinen Vlog letzte Woche gesehen habt, vielen, vielen Dank. Der ist gestern online gegangen für die ganzen Glückwünsche. Mein Freund hat sich sehr, sehr gefreut und es ist einfach süß, was ihr über uns schreibt und über den Vlog und es hat mein oder unser Herz wirklich erwärmt. Und da hatte ich den auch schon drauf, weil, Moment, wir haben ja hier immer Fokusprobleme, weil das wirklich mein liebster roter Lippenstift ist. Wenn ich rot trage und ihr wisst, das kommt so alle 3 Jahre mal vor, dann ist dieses schöne Produkt. Ich werde mich jetzt eben umziehen, denn so werde ich nicht zum Event gehen. Ich weiß schon so ein bisschen, was passiert und ich weiß auch, was vorgestellt wird, aber ich finde, es ist so... Also ich weiß nicht, wie ich das filmen kann. Ihr werdet sehen, was passiert, wenn es passiert, was ich meine. Aber ich glaube, das wird wahnsinnig cool, das Event. Deswegen werde ich mich jetzt eben umziehen. Das sollte so Mini-Playback-Show-mäßig werden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und jetzt habe ich mich gerade kurz umgezogen. Meine Saint Laurent Tasche habe ich übergeworfen. Ja Leute, heute ist ein richtiger Herbsttag. Ich habe ein schwarzes Kleid an mit Langarm und seit Monaten festes Schuhwerk. Und da habe ich meine roten Sockboots ausgepackt. Ich dachte, passen ganz gut. Seid auf jeden Fall gespannt, was jetzt passieren wird. Ich weiß es halt auch nur so halb. Es hat was mit Musik und Schlafen zu tun. Los geht's. Ich bin jetzt angekommen. Mein Getränk habe ich. Und es geht um dieses Produkt. Aber mehr dazu gleich. Das Thema Augenschatten. Die bereits in Advanced Night Repair enthaltene Repair-Technologie ist hier 10-fach konzentriert und wirkt dadurch tatsächlich in 3 Wochen gegen Augenschatten. Entweder ich gehe mit Licht vernünftig um oder andersrum und beschalle mich nicht von früh bis abend mit hellem Licht und dann vielleicht auch zwischendurch noch blau aus dem Smartphone oder iPhone. Oder aber, wenn ich mich dem nicht entziehen kann, Sie wissen, der Lifestyle, der ist ja nicht aufzuhalten. Von daher schließt sich für mich der Kreis, ja, dass es heute schon so ein Produkt gibt, was tatsächlich auf die uren Gene in der Haut, beeinflusst, ist das halt eine Möglichkeit, seinem Körper im Schlaf was Gutes zu tun. Das gibt euch vielleicht jetzt schon eine weitere Idee. Es geht jetzt nämlich in unseren eigentlichen Event-Teil. Are you seeing blue? Ich bin gespannt. Wir haben hier Susanne. Hallo. Wir bekommen ein Schlafkonzert. Ich kann nicht mehr. Wir legen uns jetzt hier alle mal hin. Hier wird gleich performt. Und dann geht's los. Ruhig hier. Ich glaube, ihr hört das, oder? Alle sind ganz leise. Oh mein Gott, ich finde es so cool. Okay, ich ziehe jetzt noch meine Schuhe aus und mache es mir gemütlich, würde ich sagen. Herzlich willkommen, Motherhood und Weißweg.
schlafen, Musik hören, was für die Haut tun. Wow. Das war gerade mein Bett. Das war definitiv einzigartig. Ich bin jetzt wieder in meinem Hotel. Wir waren jetzt gerade noch essen in einer so, so schönen Runde. Es war wirklich sehr, sehr schön und für die, die dabei waren, vielen Dank für den schönen Abend. Und wie ihr seht, deswegen lache ich auch gerade so, weil eigentlich lache ich, weil ich einen schönen Abend hatte. Den Lippenstift habe ich, wie spät ist das mittlerweile? Ich glaube, auf jeden Fall nach 24 Uhr, also so vor 8 Stunden habe ich den aufgetragen und nicht einmal nachgezogen. Ich werde mich jetzt abschminken und ins Bett gehen, denn ich bin todmüde. Achso, zum Konzert von vorhin. Ich hoffe, ich konnte das einfangen, was das für eine einmalige Erfahrung war. Also, ich habe das vorhin, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt. Ich sehe mich die ganze Zeit im Spiegel. Ich wusste nicht, dass man ein Schlafkonzert erleben muss, bevor ich es jetzt selbst erlebt habe. Es hätte noch ungefähr 5 Stunden länger anhalten können. Und wir haben auch die CD bekommen von dem Künstler. Ihr müsst euch das anhören. Malakow Kowalski heißt der. Und wir haben natürlich auch noch, passend zum gesamten Thema, eine About My Nightbox von Estée Lauder bekommen. Und die Night Repair Eye stellt den nächtlichen Reparaturrhythmus der Haut wieder her. Ist natürlich vollgepackt voller Antioxidantien. Unschützt und hält die empfindliche Augenpartie auf. Ich werde heute mit meiner Testphase beginnen und euch dann natürlich berichten. Deswegen werde ich mich jetzt abschminken. Rote Lippe sehr matt. Deswegen sind wir heute wieder leicht und glowy unterwegs. Wir haben Lela am Telefon. Oh, hallo! Hier ist Lela, warte. Also nicht, dass ihr sie seht, aber hallo Lela! Hallo! Wir haben ein Morning Meeting. Bis gleich! Das Glättereisen, was ich benutze, ist übrigens, weil ich da immer viele Fragen bekomme, genau, von Cloud9, und das hat halt die breiteren Platten, es gibt ja auch noch schmalere, und das hat zum Beispiel Lela. Da ich aber 5 Kilo Haare auf dem Kopf habe, würde das Kleine halt bei mir, keine Ahnung, eine halbe Stunde dauern oder so, bis ich alles geglättet habe, und so glätte ich halt wirklich, also maximal 10 Minuten, würde ich sagen. Dann habe ich eigentlich meinen kompletten Kopf geglättet. So, jetzt packe ich meine Sachen und gehe das Frühstück. Ich habe mich jetzt nochmal umgezogen. Ich glaube, es war doch ein bisschen warm und das ist mein Look. Ich finde die Hose mega schön, weil sie sehr bequem ist. Man kann sie also ein bisschen High-Waist tragen. Ich glaube, hier könnt ihr das gut erkennen, wie sie halt verschieden gewebt ist. Ein weißes Leinenoberteil. Hier guckt ein bisschen mein BH raus. Und dieser khakifarbene Leinenblazer. Das ist mein Look. Und jetzt gehe ich das Frühstück. Ich bin wieder zu Hause. Wir machen jetzt gleich etwas ganz, ganz Unangenehmes. Berlin war sehr cool, habt ihr gesehen. Danach hatte ich noch
zwei Termine und dann bin ich nach Hause gefahren. Also da hätte ich jetzt auch nicht wirklich was vloggen können. Jetzt sind wir, wie gesagt, zurück. Ich war heute Morgen schon mit, ich zeige euch das mal eben, beim Augenbrauen. Ist nicht wirklich Zupfen, sondern Fadentechnik. Lasse ich machen, seitdem ich 15 bin, seit 15 Jahren. Und es tut genauso weh wie am ersten Tag. Heul jedes Mal wie ein Schlossgespenst. Ich verwende immer noch den Face Bar Pro, den ich euch ja vor, weiß ich nicht, einem Monat oder so gezeigt habe. Und damit mache ich echt mal quasi im 4-Wochen-Takt. Und dann gehe ich halt immer hier so entlang, weil mir wachsen ja gerade ein bisschen rum. Und probiere auch hier unten was zu machen, aber es ist halt nicht vergleichbar, als wenn man einmal alle 4 Wochen nochmal hingeht und wirklich, Moment, jedes einzelne Haar auch hier oben und so weiter wegmachen lässt. Also ich finde es einfach, gerade wenn man so unglaublich viel Haarwuchs hat und so feine Haare hat, finde ich es einfach großartig. Und das habe ich heute Morgen gemacht und das war nicht das Unangenehme. Das Unangenehme kommt jetzt und zwar folgendes. Wobei, das war das Unangenehme, aber das ist auch unangenehm. Da. Seht ihr diesen Pinselfriedhof? Ich habe nämlich so eine neue Regel eingeführt, die ich sehr bereue. Ich möchte nämlich nur noch Wangenpinsel ein einziges Mal verwenden, weil ich halt da an der Wange immer so ein bisschen Unreinheiten bekomme. Und ich einfach gerade alles eliminieren möchte, was das quasi dazu bringt. Hat, glaube ich, aber auch viel damit zu tun, weil ich immer so schlafe, aber ich das auch irgendwie nicht rausbekomme. Ich möchte einfach alle Faktoren eliminieren. Moment, vielleicht sieht man das. Halt immer so, ja, so kleine Unterlagerungen, Pickel und so weiter. Ups, nichts Dramatisches, aber das ist halt mein neues Ding. Was aber bedeutet, ich muss diese ganzen Pinsel waschen, weil ich einfach keine mehr übrig habe. Weil das ist nicht wahr, ich habe noch einige, aber die sind auch dreckig. Also ich habe wirklich keinen sauberen Pinsel mehr. Dafür nehme ich von The Body Shop die Olive Soap. Und damit werde ich jetzt mal loslegen. Mein allergrößter Tipp beim Pinselwaschen sind immer Einweghandschuhe. Also ich habe die immer zu Hause, weil ich die auch super gut, super gut finde zum Putzen. Und dann bekommt ihr nicht so aufgequollene Hände. Wobei, okay, sind wir ehrlich. Ich habe auch noch ein bisschen mehr im Büro, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr. Den Rest mache ich später. Deswegen putze ich jetzt eben mein Waschbecken. Und da kann ich euch gerade mal, Moment, meine aktuelle Lieblingsseife empfehlen. Wow, wird es mehr Hausfrau als das? Ihr wisst ja, so Handseife, Raumspray und so ist mir extrem wichtig in meiner Wohnung. Und ich finde, Molton Brown hat da wirklich eine der besten. Das ist die Pink Pepper Pot. Oh mein Gott, Leute, ich liebe sie. Das ist halt natürlich keine Drogerie oder so, aber es ist auch nicht so teuer wie Aesop oder Byredo. Ich finde, das ist halt ein gutes Mittelmaß und die haben traumhafte Düfte. Und zum Beispiel von Weihnachten habe ich noch, upala, da geht die Glocke dahin, das Juniper Berries und Lab Pine. Weil ich meine, so eine Handlotion benutzt man halt weniger. Es riecht einfach wirklich sensationell. Vom Pinselwaschen zum Kaffee. Heute ist irgendwie der Tag der Dinge, die man nicht gerne tut, steuern. Ich nehme halt immer Mappen, die ich so irgendwie zugeschickt bekomme und reuse sie. Und dann schreibe ich da halt immer den Monat drauf, den ich halt gerade sortiere. Und ja, dann sortiere ich da erstmal alle Belege und drucke dann alles aus, was ich halt nicht via Papier habe. Gerade umgezogen, aber schaut mal, was ich gerade gesehen habe. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr das natürlich schon gesehen. Nächstes Jahr Materia und Casper in Hamburg.
Schreibt mir, wer auch dabei ist. Ich freue mich mega. Ich habe mich jetzt gerade noch mal kurz umgezogen und mein roter BH passt überhaupt nicht, aber egal. Ganz entspannter Look. Ich brauche übrigens einen weiteren Leinenbläser, habe ich mir jetzt mal so überlegt. Dazu trage ich meine, ich würde schon sagen, immer noch eine meiner liebsten Taschen, meine YSL Lulu. Dazu Espadrilles, sagt man das so? Espadrilles. Und klar liebe ich auch meine neue Chanel-Tasche, aber mit der ist leider was passiert. Dazu dann gleich mehr. Ich treffe mich jetzt eben mit meinem Freund in der Stadt, denn wir müssen zur Bank. Wir haben da, na, wir waren nicht wirklich einen Termin, aber wir müssen noch was machen. Und ich wünsche, ich wünsche so sehr, dass ich euch bald erzählen kann, was die ganzen letzten Monate so passiert ist im Hintergrund. Und das ist der Plan für jetzt, deswegen würde ich sagen, los geht's. Hi. Und jetzt die letzte Mission des Tages. Wo kann das noch für sein? Männerspielzeug für Frauenspielzeug. Stadt war erfolgreich, der Termin war gut. Und jetzt habe ich gerade noch mit Jasmin telefoniert, mit Madame Tantam. Die könnte möglicherweise nächste Woche hier sein. Aber dafür müsst ihr den Vlog nächste Woche schauen. Ich freue mich total. Erklär doch mal, wofür wir das gekauft haben. Ein Torx-Schraubenzieher. Okay, wofür? Für deine Handtasche. Meine Chanel-Tasche ist in Hamburg ganz, also wirklich ganz unglücklich von einer recht hohen Bank mit Inhalt, Laptop sag ich schon, Laptop war draußen, iPad und so weiter runtergefallen. Und dadurch, dass da ja so ein Plastikgriff dran ist, oh man, ist es einfach aus der Fassung gesprungen. Jetzt, als ich in Berlin war, dachte ich, kann ich zu einem Chanel-Laden gehen, habe das voll gegoogelt. Wenn Spezialisten unter euch sind, schreibt mir super gern. Habe ich herausgefunden, dass seit 3 Jahren oder 2 Jahren oder so Chanel keine so Hardware-Sachen mehr repariert. Also gerade wenn das so Metallschäden sind. Ich würde gar nicht sagen, dass es die Schuld, also klar, es ist irgendwie die Schuld der Tasche, aber das ist, glaube ich, einfach wirklich doof gefallen. Und deswegen hatte mein Freund nicht den passenden Schraubenzieher und jetzt probieren wir das zu reparieren. Und wenn es nicht geht, dann werde ich natürlich nochmal in den Laden gehen und das probieren zu reklamieren. Oder was heißt reklamieren? Dass sie das halt reparieren. Dieser Metallbogen hier ist tendenziell länger als das auf der anderen Seite. Deshalb muss das zwangsläufig gebogen sein. Mhm. So, und wenn es halt nicht die ganze Zeit unter Druck gebogen wird, ist sehr viel Druck auf dieser äußeren Schraube hier. Und dadurch ist es, kann es passieren, dass sie wieder rausspringt. Diese Metallschiene ist halt locker. Mhm. Das hatte ich natürlich alles so nicht mir vorgestellt, aber ich werde jetzt meinem Freund helfen. Damit wir die Operation zu Ende bringen und ich werde euch dann nächste Woche hoffentlich berichten, dass sie es überlebt hat. Und sonst, wie gesagt, werde ich auf jeden Fall in eine Boutique fahren. Ich würde sagen, du bist so hochkonzentriert, kannst du noch das Outro machen oder soll ich machen? Nur mach du mal ruhig. Die wissen ja, was sie machen sollen, oder? Wenn sie Sommergefühle haben wollen, ab nach Panama, das Panama-Video gucken. Abonniert den Kanal, das ist kostenlos. Daumen hoch, Glocke. Und über Kommentare freuen wir uns sehr und über ein Abo. Und dann sehen wir uns am Tag in einem neuen Video. Tschüss. Tschüss. Und noch zum Schluss ein kurzes Fazit. Wir haben die Operation für den Moment erfolgreich abgeschlossen. Danke, mein Lieber.